Vor 15 Jahren, weiß ich noch, war ich sehr aufgeregt. Das Bewerbungsgespräch war tatsächlich hier im Büro Sobeck und den Herrn Sobeck kannte ich von der Uni. Das war dann ganz schön, weil ich ganz viele schon von der Uni kannte. Aus ein, zwei Ecken hat jemand mir zugewunken und gesagt, ach, hallo, was machst denn du hier? Ja, und dann bin ich ganz normal eigentlich mit Projektarbeit gestartet und durch ein paar Zufälle auch relativ schnell mit größeren Aufgaben bedacht worden. Dann wäre der nächste Schritt ja eigentlich gewesen, nach so 10, 12 Jahren eine Teamleitung zu übernehmen. Und dann kam bei mir aber die Familienplanung dazwischen. Während der Corona-Zeit war es plötzlich so, dass man gesehen hat, okay, ein Team funktioniert auch, wenn der Teamleiter nicht rund um die Uhr zwischen seinen Teammitgliedern sitzt. Und da habe ich die Chance bekommen, dass ich mit 70% eine Teamleitung übernehmen kann. Und für mich war das wirklich die richtige Entscheidung jetzt. Auch nach 15 Jahren musste jetzt auch irgendwie mal was Neues nochmal kommen. Und ja, bin sehr froh, dass ich die Chance habe.